herzlich willkommen zur allerersten Mod-Vorstellung, keine Review, eher eine Mod-Vorstellung. Und heute, meine lieben Freunde, möchte ich euch eine Mod vorstellen, die es schon eine ganze Weile gibt. Und ich habe sie gerade erst gefunden und fand die so cool, dass ich die aber vorstellen wollte. Und zwar handelt es sich um die Super Mario Mod. Und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorgebaut. Ihr habt gerade gesehen, ich bin das erste Level hier durchgesprintet, wie bis zum geht nicht mehr. Ein paar Sachen habe ich leider vergessen, aber ich finde es total cool. Aber die Mod generell, die finde ich so großartig einfach. Und deswegen können wir uns hier ein paar Münzen aufsammeln. Aber Leute, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich möchte euch die Mod anhand dieses kleinen Spielplatzes, den wir hier haben, kurz zeigen, was so alles möglich ist mit der Mod, was so alles drin ist, und dann gehen wir das hier gleich auch noch durch. Aber zuerst starten wir mal hier, und das offensichtlichste ist der Eingang zu dem Level hier und dieses Trampolin, welches wir benutzen können, um hier hochzukommen. Wir fangen einfach mal mit dem an, was hier direkt vor uns schwebt, und zwar gibt es in dieser Mod Fragezeichenblöcke, logischerweise. Wir haben drei Fragezeichenblöcke gerade vor uns. Das sind die Castle-Fragezeichenblöcke. Da kommt ein bisschen anderer Loot raus und die sehen auch ein bisschen anders aus, wenn man sie kaputt macht. Also hier kommt jetzt aber gerade, ja, kommen nur Münzen bis auf hier rauf. Da kam noch was anderes raus. Was kam denn da? Aha, die Feuerpflanze, die brauchen wir gleich auch noch. Die zeige ich euch gleich. Das sind nämlich die vier Items, die es hier im Spiel neu gibt. Oder die vier Main-Mario-Items, die man so kennt. Sei es das One-Up, das gerade irgendwo in meinem Inventar verschwunden ist. Hier das One-Up, was man benutzen kann, um ein One-Up zu bekommen. Oder der Pilz, den man benutzen kann. Ach, das funktioniert ja nicht. Ich vergaß. Oder halt hier der Stern, um den Sterneffekt zu haben. Ja, diese Items gibt's alle. Finde ich alle ziemlich cool, dass die eingebaut wurden. Und auch wie die eingebaut wurden. Beim Stern hätte ich mir gewünscht, dass man selber noch leuchtet. Beim Pilz, dass man vielleicht doch ein bisschen größer wird. Aber man kann nicht alles haben. Hier haben wir die Cave-Blocks, die Cave-Fragezeichen-Blöcke. Da können wir auch nochmal gegenspringen. Wir haben hier eine Münze. Hier kommt auch eine Münze. Und hier. Und auch eine Münze. Da, die sehen dann so aus, wenn sie geused wurden. Man kann natürlich auch Power-Ups oder sowas dann in den Blöcken verstecken. Hier zum Beispiel, wenn wir jetzt dagegen springen, kommt da immer das raus. Oder wenn wir jetzt eine Feuerpflanze reintun, kommt immer die Feuerpflanze raus. Und hier entsprechend auch der Stern oder das Ganze. Das heißt, man kann die Leere auch benutzen. Wenn man zum Beispiel eine Map für Freunde bauen will, kann man das so ganz gut machen. Es gibt aber auch neue Items. Zum Beispiel gibt es die ganzen Hämmer, die dafür da sind, um alle Blöcke in Survival abzubauen. Also alle Super Mario Block-Blöcke kann man mit den Hämmern in Survival abbauen. Ihr seht schon, wir haben die normalen Ressourcen. Und es gibt eine weitere Ressource, und zwar dieses Ivor, oder so ähnlich heißt es. Das ist Ivory, genau. Das bekommt man, wenn man vier Goomba-Zähne einfach zusammen mixt in ein Crafting-Feld, bekommt man dieses Ivor. Und damit kann man sich ganz normal die Tools herstellen. Die sind nicht bedeutend schneller, aber halten deutlich länger durch, was für die Hau vielleicht interessant ist. Aber für den Rest, naja, da bleibt man doch vielleicht bei den Minecraft-Standardsachen. Wir haben hier, wenn es weitergeht, haben wir eine Rüstung. Und zwar, das ist die Cooper-Shell-Rüstung. Die bekommt man, wenn man diese Cooper-Shells von Coopern ergaunert. Und ja, dadurch kann man sich dann die Rüstung machen. Ganz normale Minecraft-Rüstung, wie man sie eben kennt. Danach gibt es natürlich die Mario-Rüstung, die ich gerade auch anhabe. Wenn ich die komplett ausziehe, dann seht ihr schon, kann ich nur ganz normal springen, aber je mehr ich hiervon hinzufüge, desto weiter kann man springen. Im Survival-Modus kann man mit dem Cape auch noch was anderes machen, und zwar kann man hiermit ein bisschen mehr fliegen, so wie man es halt kennt. Ja, hier könnte man dann direkt mal die Feuerblume zeigen, und zwar kann man damit Feuerbälle werfen und die Gegner in Brand setzen und tatsächlich natürlich auch töten. Das sind alles eine ganz normale Feuerblume. Das finde ich total geil. Also ich bin ein übelster Fan von dieser Feuerblume. Einfach nur, weil man muss auch ein bisschen zielen, aber man sieht nicht so wirklich, wo die, also natürlich, wenn man dann ein bisschen von der Seite guckt, aber so sieht man nicht wirklich, ob man trifft oder nicht. Aber gut, das sind die neuen Items, die es da mit im Spiel gibt. Die haben wir auch abgehakt. Marios Zeugs haben wir auch abgehakt. Das Cape ist eher zum Fliegen, die Schuhe zum Weiterspringen, die Kappe, um Blöcke nach oben kaputt zu machen, und die Hose weiß ich, um ehrlich gesagt, nicht. Hier haben wir noch weitere Blöcke. Auch das sind die normalen Standard-Fragezeichen-Blöcke, die wir auch eben schon im Level gesehen haben, von denen man sich Münzen ergaunern kann. Und hier haben wir einen besonderen Block, und zwar habt ihr ihn schon gesehen hier. Das ist ein unsichtbarer Block, da kann man natürlich ganz normal drauf, was man in Mario eigentlich nicht kann. Aber man kann von unten gegenspringen. Und da habe ich jetzt meine Ranke versteckt, dann gibt es auch. Und dann kann man natürlich an der Ranke wie an der Leiter ganz normal quasi dran klettern und hochgehen, wenn man es denn schafft. Zack. Und somit kommt man hier drauf. Hier gibt es auch noch ein paar Items, die ich euch zeigen will. Die Münzen haben wir gerade schon gesehen. Es gibt natürlich auch noch rote Münzen und blaue Münzen. Die kann man zusammen craften. Damit kann man sich mit den Münzen generell, kann man sich dann auch weitere Items craften. Hier gibt es den V-Block, den ich gerade natürlich verschwinden habe lassen, weil ich ein netter Super-Top bin. Den nehmen wir mit für später. Wir haben hier den Bob-Omb.
Und den können wir mal wieder richtig drehen. Der ist auch dafür da, um Sachen kaputt zu machen. Also wir können ihn jetzt hier loslegen. Und er sprengt sich dann in die Luft. Dann haben wir natürlich noch die Schlingerpflanze, die man so leider nicht platzieren kann. Man kann sie nur in leere Blöcke platzieren, und zwar so. Und dann kann man dagegen springen und schon entsteht eine Ranke. Das geht auch hier. Wir haben hier noch ein bisschen mehr, und zwar hier in dieser Kiste. Das ist jeglicher Building-Block, den es gibt. Die habe ich jetzt auch gerade noch mal hier im Inventar. Das ist jeglicher Building-Block. Die zum Beispiel kann man dann craften, indem man die Münzen collectet und so weiter und so fort. Im normalen Minecraft kann man die Fragezeichenblöcke, so wie diese hier, die schweben rum in Minecraft normal. Und die anderen kann man wahrscheinlich auch irgendwie abbauen. Aber hier gibt es dann ganz viele coole Münzen und Baublöcke. Keine Münzen, aber Baublöcke drin. Den Invisible-Block zum Beispiel. Die Blöcke für die Pipes, die ich euch gerade auch noch mal ganz kurz zeigen kann. Es gibt die Endfahne, die ich total cool finde. Es gibt Unterwasserpflanzen. Es gibt die ganzen Sachen, die man hier finden mag. Die Unterwasser-Ground-Blöcke und so weiter und so fort. Haben wir alles schon teilweise im Einsatz gesehen. Und hier kann man jetzt auch noch, so kann man sich da eine Röhre aufbauen. Eine Zielflagge setzen, an die man auch dran springen kann. Und da kann man mal ganz kurz hier die Abkürzung nehmen. Auf die Burg, die da hier steht, und eigentlich wollte ich andersrum lang, aber egal, jetzt sind wir so lang gekommen. Das soweit zu dem ganzen Gedönsel. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Gegner, und da gehen wir jetzt direkt mal im Anschluss hin, und zwar hier durch diese kleine Höhle, haben wir hier eine Arena für jeden Gegner, den es neu im Spiel geschafft hat. Hier ganz am Anfang natürlich die Gegner in Mario, die Goombas, die man natürlich mit einem Sprung auf den Kopf auch töten kann, was man jetzt eben im Video nicht gesehen hat, aber das geht durchaus und die lassen auch wie diese Zähnchen fallen. Und natürlich kann man die auch töten, indem man den Powerblock benutzt, so halb jedenfalls, man schießt sie dadurch ganz weit weg und fügt ihnen gut Schaden hinzu. Na, aber das Gute an dem Powerblock ist halt, wenn man mehrere Goombas hat, auf die man dann vielleicht nicht drauf springt, kann man die auch mit dem Powerblock relativ easy aus dem Weg räumen. Je näher man dran steht, desto mehr Schaden macht man. Mit der Cooper Shell übrigens, die kann man loslassen. Blub. Das finde ich total genial. Egal, machen wir weiter und kommen zum nächsten Gegner, der da auch schon der Cooper ist. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil den Cooper mag ich sehr gerne. Wenn man drauf springt, ganz normal wie in Mario auch, bekommt man aber nicht immer eine Cooper Shell, sondern manchmal einfach welche und manchmal auch mehrere. Jetzt zum Beispiel haben wir, glaube ich, 2 Stück bekommen. Und das finde ich persönlich ein bisschen seltsam. Ich hätte es cooler gefunden, wenn dann diese Shell, die sowieso schon im Spiel ist, auch ja direkt schon loslegt. Aber man kann die auch, glaube ich, anhalten, indem man nochmal drauf springt oder... Ja, nochmal drauf springt einfach und mitnehmen kann man sie dann, indem man Rechtsklick drauf macht. Das geht da auch ziemlich easy. Der nächste Gegner, den wir dabei haben, ist der Boo. Der ist nur ganz kurz da, dann verschwindet er wieder. Zack, und da ist er weg. Der ist wahrscheinlich im Dunkeln. Wenn man ihn direkt anguckt, ist er halt instant weg. Wenn man ihn nicht direkt anguckt, dann halt nicht. Aber ich glaube, der verschwindet immer, wenn es nicht gerade Nacht ist. Als nächstes haben wir hier 2 Gegner. Und zwar einmal, weil die ist sehr ähnlich, haben wir den Bob-Bomb, den wir gerade eben schon gesehen haben. Den wir natürlich auch töten können, indem wir drauf springen. Und dann kriegen wir einen Bob-Bomb. Oder den Bullet Bill, der umherfliegt, es sei denn, man springt drauf und dann kriegt man Gunpowder. Wären wir im Game Mode Survival, dann würden die natürlich auch hinterherfliegen. Genau, logisch. Und hier haben wir 2 Gegner, die ich ziemlich cool finde. Und auch cool finde, dass die es hier in diesem Mod geschafft haben. Und zwar Cheep Cheeps. Die sind super und super nervig in Mario. Aber auch die kann man mit einem beherzten Sprung töten. Im Unterwasserlevel geht das natürlich nicht so einfach. Weiter geht's hier mit einem Gegner, den wir alle kennen sollten. Und zwar ist das hier Bowser. Bowser selber gibt es natürlich auch noch irgendwie in dieser Mod. Und das ist der Kollege hier. Und den machen wir mal ganz kurz fertig mit Feuerbällen. Stirb, Bowser! Nice, den haben wir umgeschnitzelt. Cool, als nächstes gibt es natürlich Yoshi, den man natürlich reiten kann, ja. Also, gar keine Frage. Und man kann natürlich auch noch abspringen von unserem kleinen Freund hier. Tschüss, Yoshi. Sorry. Aber zum Glück haben wir davon noch einen. Hallo, Yoshi. Juhu. Jetzt bin ich wieder abgestiegen. Das wollte ich gar nicht. Hallöchen. Und ich finde die Geräusche auch total super. Hopp. Und man kann damit auch natürlich Yoshi-typisch liegen. Man hat auch so eine Leiste wie bei den Pferden. Also je nachdem, wie hoch man diese Leiste macht, desto höher springt unser Freund. Naja, das ist halt typisch Yoshi. Also Yoshi kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Also Leute, das ist Yoshi. Hier neben haben wir nochmal Yoshi. Ne, da haben wir Beetle. Keine Ahnung, warum der Yoshi jetzt hier drin ist. Hallo Yoshi. Und ein Huhn. Hallo. Ja, die Beetle, das sind einfach diese Käfer hier. Das sind diese Höhlenkäfer. Wenn man auf die draufspringt, dann, naja, sterben die halt und geben Cooper Shells. Schade, dass keine schwarzen Cooper Shells reingeschafft haben. Wirklich ein bisschen schade, aber wir können ja direkt weitermachen mit dem nächsten Gegner, der da hier in dieser Arena ist. In diesem kleinen Käfig. Und das hier sind die Spiny. Die haben wir eben auch schon gesehen. Auf die sollte man nicht drauf springen. Denn das sind die Spike-Käfer quasi. Aber die kann man auch super einfach mit der Feuerblume eben eliminieren. Oder mit dem Powerblock. Dann geht das auch nochmal schneller. Oder wenn man gar keine Geduld hat, macht man es halt hier mit zum Beispiel. Weil die müssen sich gegenseitig auch töten.
wie man es gerade gesehen hat. Und das finde ich total großartig. Cool. Hier direkt daneben wollte ich schon öfter was spawnen lassen. Es hat nie richtig geklappt, deswegen gucke ich einfach nach oben, denn die fliegen hier überall rum. Das sind die Lakitos. Immer wenn ich es hier drin gespawnt habe, dann sind die wieder abgehauen. Und ja, deswegen zeige ich euch die mal ganz kurz. So, das sind die Lakitos, auf die man natürlich auch drauf springen kann, aber man kann ihnen leider nicht die Wolke klauen. Also wenn sie sterben, lassen sie nur Federn fallen und die Wolke bleibt nicht da, die man hätte fliegen können. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, so ist es halt. Hier haben wir neue Mario-Gegner, und zwar ein Huhn, ein Schwein und ein... Nein, natürlich nicht. Hier haben wir Toads, die auch nochmal am Nachbargehege sind. Das, diese netten Kameraden, die sehen total seltsam aus und überhaupt nicht wie Toads, aber naja. Dafür können wir denen ein paar Kameraden geben, und zwar die Hammer Bros. Die sind hier auch noch am Start. Die werfen natürlich mit Hammern. Wenn wir, sobald wir uns in den richtigen Game-Mode setzen, werfen die einen direkt mit Hammern ab. Und na, da sollte ich schleunigst weg. Oder den V-Block benutzen, den man auch mehrfach benutzen kann. So, der ist weg. Und die Feuerblume hat natürlich auch eine Haltbarkeit. Ne? Die hatte natürlich kein... Oha! Die hatte nur keine Haltbarkeit, weil wir in Creative-Mode waren. So, das hat gut geklappt. Jetzt will ich euch nochmal ganz kurz zum Schluss des Videos die Bullet-Builds zeigen, die einen tatsächlich verfolgen. Na, was geht ab? Auch. Und dann explodieren die auch. Also das können die ziemlich gut. Und hier sind zwei von diesen Stachis, die die Lakitos runterschmeißen. Oh Gott! Okay, schade. Es hat nicht geklappt. Aber wir machen es so. Game over. Ja, Leute, das war jedenfalls meine Vorstellung von der Super Mario Mod. Wenn ihr in den Mod-Vorstellungen, die ich machen werde, vielleicht einmal die Woche oder sowas, da werde ich mir immer eine coole Mod raussuchen, die ich einfach vorstellen will. Es sind keine Reviews, deswegen zeige ich nicht alle Rezepte oder überhaupt Rezepte. Ich möchte euch einfach nur mal zeigen, was diese Mod so cooles alles in sich hat. Und dazu immer was Kleines bauen. Dieses Mal habe ich halt diese kleine Testwelt hier gebaut. Diese kleine Super Mario World Map, die ich total geil finde. Und das erste Level habe ich komplett nachgebaut. Das erste Super Mario Level, das habe ich komplett von A bis Z nachgebaut. Finde ich auch ziemlich cool. Leute, wenn ihr mehr von diesen Mod-Reviews sehen wollt oder Vorschläge, Kommentare oder generell Verbesserungsvorschläge halt auch einfach für dieses Format habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die ganzen Vorschläge. Wenn ihr zum Beispiel sagt, Klim, ich weiß, das ist nur eine Vorstellung, aber bitte zeig alle Rezepte, dann mache ich das beim nächsten Mal. Schreibt es einfach unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.